Hallo, ich bin der Frankie, ich bin 29 Jahre alt und ich bin Friseur. Für Talk to the Enemy werde ich von der Seite der Armen berichten. Laut der Gesellschaft falle ich in die Kategorie Arm, tue mir aber schwer damit, mich selbst als arm zu bezeichnen. Ich frage mich immer, wo ist da die Grenze? In Berlin kann man ein waches Verhältnis zur Armut behalten. Hier hat man täglich die Armut direkt vor den Augen im Vergleich zu Stuttgart oder anderen deutschen Städten. In Berlin gibt es Familien, die können ihren Kindern keine Schulbücher kaufen oder können ihren Kindern nicht mal den Euro fürs Schulessen geben. Es gibt hier Menschen, die dem gesellschaftlichen Druck nicht mehr standhalten können und auf der Straße leben und dort total verwahrlosen. Und das ist für mich Armut. Ich selbst lebe knapp an der Hartz-IV-Grenze vorbei, habe aber ein Dach über dem Kopf, ich habe eine Familie und einen Partner, die für mich da sind. Ich habe Freunde und andere soziale Kontakte, die mich immer im Leben weitergebracht haben bis jetzt. Für bestimmte Anschaffungen oder wenn ich mir mal etwas Teureres leisten möchte, muss ich erstmal sparen, beziehungsweise mehr arbeiten. Aber ich bin ein sehr geduldiger Mensch und bin es gewohnt, mir bestimmte Dinge zu erkämpfen. Bis jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte, auch mit wenig Geld auf dem Konto. Meine Devise im Leben ist, dass man alles schaffen kann, was man möchte. Man muss es nur wirklich wollen. Was mich total stört, ist, dass es einem Hartz-IV-Empfänger in Deutschland finanziell besser geht als einem Vollzeit arbeitenden Friseur. Ein Hartz-IV-Empfänger hier bekommt obendrauf sogar noch sämtliche Vergünstigungen vom Staat, wie zum Beispiel eine ermäßigte Monatsfahrkarte, günstigere Eintritte in Museen und Theater. Wir Friseure leben am Existenzminimum und werden meiner Meinung nach total ignoriert. Ich finde, es sollte für uns ein Mindestlohn angeschaffen werden, der das abdeckt, was man zum Leben braucht und der es einem ermöglicht, unbesorgt in die Zukunft schauen zu können. Im Moment sieht es bei mir so aus, dass ich mir keine Altersvorsorge leisten kann und ich finde, bei dem, was ich tagtäglich leiste, sollte das schon drin sein. Ich würde mir wünschen, mehr Anerkennung zu bekommen für das, was ich jeden Tag tue. Wir schneiden teilweise 10 Kunden am Tag, müssen kommunizieren und das bei einem konstant hohen Lärmpegel und kurzen Zeitspannen zwischen den Kunden. Die körperliche und psychische Belastung ist enorm hoch, weil alles immer so schnell gehen muss und es bleibt einfach viel zu wenig Zeit, um so einen Tag zu verarbeiten. Mit dem Geld, was ich verdiene, könnte ich mir keinen regelmäßigen Besuch bei uns im Laden leisten. Aber ich muss sagen, dass die Qualität und unser Niveau, auf dem wir arbeiten, wahnsinnig hoch ist und es kann schon mal sein, dass ein Haarschnitt auf jeden Fall bis zu einem halben Jahr hält. Ich wünsche mir, dass Talk to the Enemy gut anläuft, dass es den Menschen, die das angucken, gefällt und dass viele Leute unsere Seite besuchen.